Hi, vor nicht allzu langer Zeit wurde mir ein normaler Laser von AliExpress zugeschickt. Und zufällig erfuhr ich, dass er in der Lage ist, kleine Partikel in einem Tropfen jeder transparenten Flüssigkeit zu vergrößern. Nachdem ich ein wenig im Internet gestöbert habe, wurde mir klar, wie man fast hundertprozentige Ergebnisse erzielen und grob gesagt eine Kopie eines echten Mikroskops zu Hause nachkonstruieren kann. Wir werden das Mikroskop mit Hilfe des Laserpointers, zwei Ständern und medizinischen Spritzen konstruieren. Letzteres wird wiederum für eine bequemere Aufnahme eines kleinen Flüssigkeitstropfens benötigt, dessen Inhalt wir betrachten werden. Jeder Zeiger mit einem grünen oder blauen Balken passt zu uns. Rote sind normalerweise nicht stark genug, aber im Prinzip können wir sie auch verwenden. Als Halter für den Laser und für die Spritzen werde ich zwei Studio Racks verwenden. Aber prinzipiell kann man da alles Mögliche nehmen. Wir nehmen den Laser und montieren ihn an einem der Gestelle. Jetzt brauchen wir Spritzen mit verschiedenen Flüssigkeiten. Ich entschied mich für normales Mineralwasser, Leitungswasser und Pfützenwasser. Ebenfalls prüfen wir Coca-Cola, Pflanzenöl, Flüssigseife und grünen Tee. Doch beginnen wir mit dem Leitungswasser. Wir fixieren die Spritze mit der Probe etwa 20 cm vom Laserpointer entfernt. Wir versuchen, einen kugelförmigen Tropfen an der Düse der Spritze zu erreichen. Nun richten wir den Laserstrahl genau auf die Mitte des Tropfens. Beim Durchgang sollte der Strahl auf einen weißen Bildschirm, ein Blatt oder auch eine Wand treffen und den Inhalt der Flüssigkeit entsprechend erhöhen. Jetzt machen wir das Licht aus und schauen, wie viel in der Flüssigkeit schwimmt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie diese kleinen Partikel heißen, daher bitte ich euch, es in die Kommentare zu schreiben. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte jeder von ihnen etwa 30 Mikrometer lang sein. Das sind 12.000stel Zoll. Generell lässt sich feststellen, dass viele solcher Partikel im Leitungswasser schwimmen. Betrachten wir nun einen Tropfen von gewöhnlichem Trinkwasser. Wie ihr sehen könnt, enthält es nur sehr wenige Partikel und an einigen Stellen sind sie überhaupt nicht zu sehen. Doch ich denke, es wird viel interessanter sein, das Wasser zu beobachten, welches wir aus einer Pfütze genommen haben. Wow, da offenbart sich die ganze Vielfalt der Mikroorganismen. Schaut euch an, wie viele von ihnen es gibt und wie unterschiedlich sie aussehen. Ich kann nicht glauben, dass wir all das mit dem bloßen Auge sehen können, wenn wir nur einen normalen Laser verwenden, den wir für 2 Euro gekauft haben. Wahrscheinlich fragst du dich, wie es im Allgemeinen funktioniert. Also verrate ich es dir. Fakt ist, dass ein Wassertropfen quasi wie eine Linse ist. Beim Durchgang wird der Laserstrahl gebrochen und dank des Punktlichts auf die Unterlage projiziert, wodurch sich der Inhalt des Tropfens um etwa das 1000-fache erhöht. Die nächste Flüssigkeit wird das wahrscheinlich beliebteste kohlensäurehaltige Getränk sein. Die Rede ist natürlich von Coca-Cola und überraschenderweise habe ich keine Partikel bemerkt. Vielleicht liegt das an der in der Cola enthaltenen Orthophosphorsäure. Ich denke, kein Organismus ist einfach in der Lage, unter diesen Bedingungen zu überleben. Also werfen wir mal einen Blick auf die nächste Flüssigkeit. Es gibt eine Menge Partikel im Pflanzenöl, aber sie sind alle immobilisiert. Es gibt uns das Gefühl, als ob sie jemand absichtlich eingefroren hätte. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich die hohe Viskosität. Es ist schwierig für Partikel, sich im Inneren zu bewegen. Es ist interessant, was die Flüssigseife zeigen wird, denn tatsächlich ist es ihre Aufgabe, Bakterien zu bekämpfen. Hier ist eine ähnliche Situation wie bei Pflanzenöl, aber es gibt noch weniger Partikel. Seht ihr übrigens, wie schön sich die Flüssigkeit verzieht, wenn ein Tropfen aus der Spritze fällt? Ich dachte schon, dass wir nichts besonders Interessantes sehen würden, als plötzlich so ein langes Ding ins Bild kam. Genau in diesem Moment fiel der Tropfen erneut und wir begegneten diesen Teilchen nie wieder. Und die letzte Flüssigkeit in diesem Video ist grüner Tee. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie es vergrößert aussehen wird. Doch füllen wir ihn einfach in eine Spritze und beobachten das Ergebnis.
Auch hier gibt es viele runde Partikel. Es gab sogar solch eine Art Proben. Anschließend möchte ich eine sehr wichtige Sache sagen, die wir oft vernachlässigen. Wascht euch vor dem Essen unbedingt die Hände. Mein Name ist Max und ich bin der Sprecher für die Videos dieses Kanals. Und wenn du dich für Videospiele und Unterhaltungsvideos interessierst, dann klicke gerne mal auf meinen Kanal, welchen du in den Anmerkungen findest. Aber jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag.